Moin, das wäre geschafft. Der letzte Boss im Tal der Schändung von Demon Souls ist dran. Die Jungfrau Astrea im Gebiet 5-3. Sie schließt die fünfte und wohl unangenehmste aller Welten ab. Auch dieser Kampf ist Teil meines Boss-Guides, den ihr über den Link oben oder in der Videobeschreibung öffnen könnt. Außerdem könnt ihr in diesem Kampf die PlayStation 5 Trophäe Möget ihr unversehrt bleiben verdienen. Okay, zur Jungfrau Astrea. Sie lebt hier zurückgezogen in dieser Höhle, bewacht von ihrem Gefährten Gael Vinland. Und vieles spricht dafür, dass die zwei mehr sind als Herrin und Diener. Und falls ihr meine anderen Videos geschaut habt, dann werdet ihr vielleicht aufhorchen. Vinland? Den Namen hatten wir doch schon. Richtig, Zelen Vinland habt ihr vielleicht schon getroffen. Hier nochmal das Zitat aus meinem Video zum Schmutzkoloss. Rechts vor euch sitzt bei pur weißer und bei pur schwarzer Welttendenz Zelen Vinland auf dieser Insel neben dem Feuer. Zelen und Gael Vinland sind Geschwister. Sie sucht ihren Bruder, um ihm eine traurige Nachricht zu überbringen. Und nun findet ihr ihn hier als Bewacher der Dämonin Astrea. Und ihr müsst eine sehr unangenehme Entscheidung treffen. Entweder ihr tötet nun Gael Vinland oder die Jungfrau Astrea. Beides beendet diesen Bosskampf. Wenn ihr die PlayStation 5 Trophäe Möget hier unversehrt bleiben erhalten wollt, solltet ihr das Video bis zum Ende schauen, denn ihr müsst dafür Gael Vinland am Leben lassen, den ich hier bereits im Hintergrund mit Feuerhageln bearbeite. Ich zeige euch also erstmal einige Methoden, Gael aus dem Weg zu räumen. Im Anschluss folgen Tipps, wie ihr den Kampf beendet, ohne Gael Vinland ein Haar zu krümmen. Das Problem ist dabei nur, dass Gael Vinland sich sehr hartnäckig in den Weg stellt und uns nicht zu seiner Herrin durchlassen will. Das ist irgendwie verständlich, denn immerhin ist recht offensichtlich, dass wir uns zu keinem Höflichkeitsbesuch angemeldet haben. Die wohl simpelste Methode, Gael Vinland zu besiegen, ist der Feuerhagel, der hier auf ihn einprasselt. Nehmt dafür ausreichend Gewürze mit und packt obendrein einen zweiten Zauber ein, der unterbrechen kann. Seelenfall oder Seelenstrahl bieten sich dafür an. Sobald Gael sein Heilungswunder startet, wechselt vom Feuerhagel zum zweiten Zauber und unterbrecht ihn rasch. Feuerhagel kann leider nicht unterbrechen, aber Feuerhagel ist der einzige Zauber, der Gael mit erhobenem Schild schwächen kann, denn sein dunkles Silberschild schluckt alle Zauber. Sobald Gael hinüber ist, schnappt euch seine Rüstung und dieses wirklich ausgezeichnete Schild. Sprecht dann mit Astrea. Sie wird euch nun kampflos ihre jungfräuliche Dämonenseele überlassen. Ja, ohne Gael keine Astrea. Wie ich schon sagte, die beiden sind sicher mehr als nur Herrin und Gefolgsmann. Eine andere, schnellere Methode, Gael Vinland zu besiegen, ist der Seelensuchpfeil. Moment, eben sagte ich doch, dass ein Schild alle Zauber schluckt. Ja, das ist auch richtig. Aber wenn ihr Gael auf die Pelle rückt, versucht er euch anzugreifen. In diesem Moment senkt er sein Schild und kann nicht nur vom Seelensuchpfeil getroffen, sondern in seiner Aktion auch noch unterbrochen werden. Ihr tragt also keinen Schaden davon, sofern das Timing passt. Zaubert die Suchpfeile, geht auf Gael zu und zieht euch sofort wieder zurück. Eure Seelensuchpfeile sollten so treffen. Und wiederholt das nun so lange, bis Gael hinüber ist. Wollt ihr nun aber die Trophäe Möget ihr unversehrt bleiben auf der PlayStation 5 freischalten, dann dürft ihr Gael Vinland nicht töten. Zumindest nicht, ehe Astrea geschlagen ist. Und dafür gibt es nun drei Methoden. Methode 1. Schnappt euch euren besten Bogen und jede Menge Pfeile. Geht rechts den Weg mit den Dreckling-Schamanen ganz bis zum Ende. Von hier aus könnt ihr Astrea anvisieren und treffen. Feuert so lange auf sie, bis sie hinüber ist. Gael Vinland kann sie von hier aus nicht beschützen. Methode 2. Schnappt euch wieder euren Bogen und lauft wieder den rechten Weg bis zum Ende. Ihr seht, wie Gael Vinland sich zu seiner Herrin zurückzieht, um sie zu beschützen. Das liegt daran, dass er denkt, ihr würdet über das Becken unter euch versuchen, zu Astrea zu gelangen.
lauft aber stattdessen zurück und folgt dem Weg bis zu der Stelle, wo Guy normalerweise steht. Kommt nicht länger bis zu seiner alten Position zurück, sondern bleibt jetzt weiter unten stehen. Und das wiederum eröffnet euch eine weitere Möglichkeit, mit dem Bogen auf Astrea zu schießen. Wenn ihr damit fertig seid, ist der Kampf erneut gewonnen. Methode 3 setzt voraus, dass ihr den Zauberspruch Feuersturm erlernt habt. Ihr bekommt Feuersturm von der Hexe Joria im Tausch gegen die Drachengott-Dämonenseele aus Welt 2-3. Nachdem der Bosskampf gestartet hat, geht zu Karl Windend und provoziert ihn kurz, um an ihm vorbeizurollen. Nun müsst ihr euch beeilen und schnell zu Astrea laufen. Platziert den Feuersturm an dieser Stelle vor ihren Füßen. Zündet ihr Feuersturm zu weit oben, trifft er sie nicht gut genug und ihr habt normalerweise nur eine Chance. Bedenkt, dass euch Gal von hinten verfolgt. Noch gefährlicher ist aber der Konter von Astrea mit Gotteszorn. Hat sie die Zeit, Gotteszorn zu wirken, ja, dann stehen die Chancen gut, dass ihr das nicht übersteht. Trotz alledem ist die Feuersturmmethode die wohl mit Abstand schnellste. Alle drei Methoden verschonen Guy Windend und bescheren euch die Trophäe, möget ihr unversehrt bleiben. Aber einen Augenblick noch, schaltet das Video nicht an dieser Stelle ab, denn es ist noch nicht ganz vorbei. Lasst ihr Guy Windend am Leben und kehrt ihr vom Nexus nach 5-3 zurück, dann könnt ihr Guys Ausrüstung aufheben, einschließlich seines Dunkel-Silberschilds. Habt ihr aber eine pur weiße Welttendenz, dann gibt es noch ein kleineres Problemchen. Guy ist zwar tot, weil er sich in der Zwischenzeit das Leben genommen hat, immerhin ist seine geliebte Herrin von ihm gegangen. Aber er ist trotzdem wieder zurück, und zwar als schwarzes Phantom. Es ist eines der ganz wenigen schwarzen Phantome in Demon's Souls, das bei pur weißer Welttendenz erscheint. Erledigt ihn so, wie ihr Guy Windend in Körperform zur Strecke bringen würdet. Er lässt die Waffe Stigma und das Wappen von Windend fallen. Ihr könnt mit dem Wappen von Windend zu Selen zurückkehren, um ihr darzulegen, was mit ihrem Bruder geschah und die Nebenquest abzuschließen. Sie gibt euch zum Dank den Ring des Gebets. Vermutlich habt ihr es längst getan, falls aber nicht, vergesst nicht, die jungfräuliche Dämonenseele am Keilstein aufzuheben. Mit der Dämonenseele kann Schmied Ed ein Schwert bauen, Frecke lehrt euch dafür den Zauber Todeswolke, Sankt Urbain bringt euch das Wunder Auferstehung bei und Joria tauscht die Dämonenseele gegen den Zauber Seelensog. Denkt über die Verwendung nicht am Keilstein nach, sondern meidet diesen Keilstein fortan buchstäblich wie die Pest. Denn ihr handelt euch sofort eine heftige Krankheit ein, wenn ihr zu diesem Keilstein reist. Ich bin schon auf dem Transportweg verstorben, so heftig ist die Infektion
Falls ihr also zurück in dieses Gebiet möchtet, dann nehmt lieber den Umweg über den Keilstein vom Schmutzkoloss, also dem Keilstein verrottende Zuflucht. Ja, und damit ist diese düstere Welt beendet. Leider habe ich hier kein Happy End für euch, das tut mir leid. Außer, dass jetzt alle konventionellen Bosse besiegt sind und auf meiner Liste nur noch einer zu schlagen ist. Der letzte Boss. Der alte König Alland. Mehr dazu im nächsten Video. Ich hoffe, dass ihr dann wieder einschaltet. Falls euch das Video gefallen hat, dann denkt doch bitte an ein Abo und ein Like, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bye bye.